Die ganzen Vorgänge im Handelskrieg, die verkommen so langsam zu einer Farce, hat man das Gefühl. So auch dieser Deal, der gestern gemeldet wurde. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Man ist ja schon einiges gewohnt von Donald Trump. Man ist einiges gewohnt in Sachen Manipulation von den Notenbanken. Aber was da gerade passiert, das ist schon eine Schmierenkomödie sondergleichen. Schauen wir uns mal den Stand der Dinge an aus Sicht der Amerikaner. Wichtig, diesen Unterschied zu betonen. Da hat Edward Lawrence, der Fox-Reporter, der sehr guten Zugang zum Weißen Haus hat, hat hier den Stand der Dinge auf den Punkt gebracht. Ja, wir haben einen historischen Deal, heißt es hier. Man hat sich auf den Phase-1-Deal verständigt. Und die Chinesen haben mündlich zugesagt, dass sie 50 Milliarden an US-Landwirtschaftsprodukten kaufen wollen. Aber nicht schriftlich, nur mündlich. Der Deal sollte angeblich auch Intellectual Property Protections enthalten, also Schutz des geistigen Eigentums. Bisher also nur die mündliche Zusage der Chinesen. Hier heißt es dann auch Zugang zu Finanzmärkten. Die Chinesen würden akzeptieren, ihre Währung nicht zu manipulieren. Und dann Enforcement written into the agreement, also sozusagen diese Kontrollmechanismen, die für Peking sicherlich ein Problem sind, sind da angeblich dabei. Die Zölle gehen dann nicht treten dann nicht in Kraft am 15. Dezember. Es wird eine small reduction in tariffs geben, eine kleine Reduzierung der amerikanischen Strafzölle. Wie viel? 50%, 5%, wissen wir nicht, als Geste des guten Willens. Und jetzt kommt der Knaller. Phase 2 der Verhandlungen will begin after 2020 elections. Also die Verhandlungen für den Phase 2 Deal, die werden dann nach den Wahlen eingeläutet. Das ist ja praktisch die Verschiebung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Immerhin ermöglicht, dass Donald Trump vielleicht diese Wahl nicht gewinnt. Und jetzt kommt der nächste Knaller. Die Quelle sagt hier, es wird keine Unterschriftenzeremonie geben. Es wird also nicht Trump und Xi Jinping beide die ganze Geschichte unterschreiben. Das Weiße Haus will das Agreement praktisch vorstellen, aber eben nicht veröffentlichen mit allen Details, weil die Chinesen angeblich dagegen sind. Weil die sagen, das soll bitte nicht veröffentlicht werden. Seltsam, ein bisschen, die Märkte jedenfalls, die Algorithmen fanden das ganz großartig, sind dann nach oben gegangen, nachdem Trump praktisch einen Vertrag unterschrieben hat, der offenkundig von den Chinesen noch nicht mal akzeptiert worden ist. Das wollen wir uns hier anschauen. Eunice Yun, die CNBC-Reporterin in Peking, sagt, ich höre aus Quellen der Regierung in Peking, sie haben diesen Deal noch nicht akzeptiert. Es hieß doch gestern, ja, man hat sich geeinigt. Jetzt heißt es plötzlich, Peking hat den Deal nicht akzeptiert. Wo sind die Probleme? Die 50 Milliarden Landwirtschaftskäufe, aha, die waren doch in dem Vertrag angeblich drin. Andere Partner wie Europa, Lateinamerika complain about what is seen as a reallocation of purchases. Also dass praktisch die Chinesen eben das jetzt von den Amerikanern kaufen, was sie vorher von Brasilien, Argentinien und anderen gekauft haben. Für die Chinesen ein Gesichtsverlust, weil sie sagen, müssten, ja, liebe Brasilianer, wir müssen leider jetzt aus den USA kaufen, weil Trump uns in diesen Vertrag gezwungen hat. Unschöne Situation. Jetzt ist die Frage, was wird kommen? Was werden die Chinesen tun? Hier sagt Hu Xixin von der Global Times, ja, bisher gibt es überhaupt noch keine Information seitens Pekings, ob man wirklich nahe an einem Deal ist. The Chinese side has basically kept silent. This is a delicate situation. Es ist eine delikate Situation. In der Tat, ich bin mal gespannt. Heute sind ja die Pressekonferenzen vom chinesischen Handelsministerium, vom chinesischen Außenministerium so um und bei 9:30, 10 Uhr meistens in deutscher Zeit. Was da kommen wird, ob China sagt, nee, wir haben keinen Deal. Ja, doch, wir haben praktisch eine Vereinbarung, muss nur unterschrieben werden. Wir werden sehen. Auf jeden Fall ist das ganze Ding noch nicht in trockenen Tüchern, auch wenn die Märkte das längst eingepreist haben. Wir haben als zweites große Event dann die Wahlen in UK. Und es hat wohl gereicht zu einer absoluten Mehrheit für die Tories, für Boris Johnson. Was bedeutet, dass der Brexit nun kommt? Und das ist eine der Geschichten, die man sich noch nicht so wirklich ausmalt. Die Schotten sagen jetzt, nee, das nervt uns. Wir wollen nicht raus aus der EU. Das wird jetzt nochmal ein richtiges Hickhack. Ja, der Brexit wird sehr wahrscheinlich kommen, denn Boris Johnson wird das im Parlament durchbringen. Aber es wird dann möglicherweise in der Schottenfrage Probleme geben. Es wird Probleme geben, wenn die Briten dann auch mal draußen sind. Stellt man sich ja jetzt so einfach vor, ja, wir haben einen Vertrag, dann passt das alles. Das wird schwierig, das wird auch wirtschaftliche Konsequenzen haben. Wir haben heute an Daten aus den USA nur die Einzelhandelsumsätze, die aber wichtig sind. Der Konsument, eines der
Erzählungen, der Narrative der Amerikaner, der Konsument, der so stark ist. Hier sehen wir, wie stark er ist. Das waren die letzten Zahlen, zuletzt plus 0,3%, davor minus 0,3%. Wir sehen also hier nicht wirklich mit einem Ausreißer oder mit zwei Ausreißern nach oben Anfang des Jahres, nachdem es im Dezember so massiv nach unten gegangen war. Im Dezember 2018 nämlich, als die Aktienmärkte so einbrachen, vielleicht ein Zusammenhang mit dem Konsum der Amerikaner, vielleicht werden die Daten dann heute gut ausfallen, weil eben die Aktienmärkte nicht gerade auf Allzeittief stehen. Die wollen wir uns anschauen, hier von Capital.com, meine Damen und Herren. Nur falls ich es vergesse, hier sehen wir den Dow Jones, 28.266. Hier Trumps Tweet, dann Deal. Hier eine Meldung einer Nachrichtenagentur, Trump will den Deal unterschreiben, dann so ein bisschen hin und her zappeln, dann jetzt beim asiatischen Handel das nächste Gap nach oben und wir sind jetzt sozusagen in dieser erhöhten Warteposition. Man geht davon aus, der Deal ist sicher, aber offenkundig ist er noch nicht sicher, das sollte man vielleicht dazu sagen. Was macht The DAX? Der kann steigen über 13.400. Höchster Stand seit über zwei Jahren, soweit ich weiß, fast schon zum Allzeithoch geklettert. Wir sehen Euro-Dollar bei 1,1168, schon bei der 1,12 was gewesen heute, respektive in der Nacht. Wir sehen Gold bei 1466, sehen das amerikanische Crude Oil bei $59.38. Aber was ich Ihnen vor allem noch zeigen wollte, ist das British Pound, das eben massiv nach oben geht. Größter Anstieg seit 11 Jahren. Man steigt von 1,3150 auf 1,35 jetzt ein bisschen darunter. Das sind schon Hammerbewegungen. Ob das wirklich für das britische Pfund so gut ist, on the long run, das werden wir sehen. Jedenfalls einige Turbulenzen an den Märkten. Entscheidungen sind gefallen oder auch nicht in Sachen Handelskrieg, Handelsdeal scheinbar noch nicht. Wir werden sehen, wie die Sache weitergeht. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in diesen Freitag und ich bin ein bisschen heiser und sage Servus.